Der reptilianische Pakt, der geheime Pakt, das geheime Abkommen. Eine Illusion wird es sein, so groß, so weitgehend, dass sie ihre Vorstellungskraft übersteigt. Diejenigen, die sie erkennen, werden als verrückt bezeichnet. Wir werden trennende Fronten schaffen, damit sie die Verbindung zwischen uns nicht erkennen. Wir werden uns so verhalten, als seien wir nicht miteinander verbunden, um die Illusion am Leben zu halten. Unser Ziel wird nach und nach vollbracht werden, indem wir niemals den Verdacht auf uns lenken. Das wird ebenso verhindern, dass sie die eintretenden Veränderungen nicht bemerken. Wir werden uns immer über dem relativen Feld ihrer Erfahrung befinden, weil wir die Geheimnisse des Absoluten kennen. Wir werden immer zusammenarbeiten und bleiben nur durch unser Blut und unsere Verschwiegenheit verbunden. Tod dem, der darüber spricht. Wir werden ihre Lebensspanne kurz halten und ihren Geist schwach, während wir vorgeben, das Gegenteil zu tun. Wir werden unsere Kenntnisse über Wissenschaft und Technologie geschickt benutzen, damit sie niemals erkennen, was wirklich geschieht. Wir werden weiche Metalle benutzen, Alterungsbeschleuniger und Beruhigungsmittel in der Nahrung, im Wasser und in der Luft. Sie werden von Giften umgeben sein, wohin sie auch schauen. Die weichen Metalle werden dafür sorgen, dass sie ihren Verstand verlieren. Wir werden versprechen, eine Heilung für sie zu finden, während wir ihnen mehr Gift verabreichen. Diese Gifte werden von ihnen durch die Haut und ihre Münder aufgenommen. Sie werden ihren Verstand und ihre reproduzierenden Systeme vernichten. Aufgrund all dessen werden ihre Kinder totgeboren und wir werden dies verschweigen. Die Gifte werden in allem versteckt sein, das sie umgibt, in ihren Getränken, in ihrer Nahrung, in der Luft und in ihrer Kleidung. Wir müssen für den Gifteinsatz unseren Einfallsreichtum benutzen, da sie sehr scharfsinnig sind. Wir werden ihnen beibringen, dass diese Gifte gut für sie seien, mit lustigen Bildern und musikalischen Beilagen. Ihre Vorbilder werden uns helfen. Wir werden sie anwerben, um unsere Gifte anzupreisen. Sie werden beobachten, wie unsere Produkte in Filmen benutzt werden. Sie werden sich daran gewöhnen und niemals über deren wahre Auswirkungen Kenntnis erlangen. Wenn sie ihre Kinder zur Welt bringen, werden wir diesen Kindern Gift in ihr Blut verabreichen und die Eltern davon überzeugen, dass es zum Besten ihrer Kinder sei. Wir fangen früh an, wenn ihr Geist noch jung ist. Wir zielen auf ihre Kinder mit dem, was Kinder am meisten lieben, Süßigkeiten. Wenn ihre Zähne beginnen zu faulen, füllen wir diese mit Metallen, die ihren Verstand abtöten und ihre Zukunft stehlen. Wenn ihre Lernfähigkeit angegriffen ist, erschaffen wir Medizin, die sie kränker macht und andere Krankheiten verursacht, für die wir weitere Medizin erschaffen. Wir machen sie gefügig und schwach uns gegenüber mit unserer Macht. Sie werden niedergedrückt, schwach und dickleibig aufwachsen, und wenn sie sich in ihrer Not an uns wenden, geben wir ihnen noch mehr Gift. Wir werden ihre Aufmerksamkeit auf Geld und materielle Werte lenken, so dass sich viele niemals mit ihrem inneren Selbst verbinden. Wir werden sie ablenken mit Unzucht, äußerlichen Annehmlichkeiten und Spielen, so dass sie niemals eins sein können mit allem, was ist. Ihr Geist wird uns gehören und sie werden tun, was wir ihnen sagen. Wenn sie sich verweigern, werden wir Wege finden, bewusstseinsverändernde Technologien in ihrem Leben anzuwenden. Wir werden Angst als unsere Waffe benutzen. Wir errichten ihre Regierungen und wir errichten Oppositionen darin. Uns gehören beide Seiten. Wir werden stets unsere Ziele verbergen und dennoch unseren Plan verfolgen. Sie werden die Arbeit für uns verrichten und wir werden von ihrer Qual profitieren. Unsere Familien werden sich niemals mit den ihren vermischen. Unser Blut muss immer rein bleiben, weil es so sein muss. Wir werden dafür sorgen, dass sie sich gegenseitig töten, wenn es uns beliebt. Wir werden sie vom Einssein getrennt halten, durch Dogmen und Religionen. Wir werden alle Aspekte ihres Lebens kontrollieren und ihnen sagen,
was sie zu denken haben und wie. Wir werden sie freundlich und sanft führen und lassen sie denken, dass sie sich selber führen. Wir werden Feindseligkeiten zwischen ihnen anfachen durch unsere Interessengruppen. Sollte jemand das Licht unter ihnen anzünden, werden wir dieses auslöschen, indem wir ihn der Lächerlichkeit preisgeben und ihn umbringen, was immer uns am meisten geeignet erscheint. Wir werden dafür sorgen, dass sie sich gegenseitig ihre Herzen ausreißen und sie gegenseitig ihre Kinder umbringen. Das werden wir dadurch erreichen, indem Hass unser Verbündeter ist und Wut unser Freund. Der Hass wird sie vollkommen blind machen und sie werden niemals sehen, dass wir durch ihre Konflikte als ihre Herrscher hervorgehen. Sie werden beschäftigt sein, sich gegenseitig umzubringen. Sie werden in ihrem eigenen Blut baden und ihre Nachbarn umbringen, solange es uns gefällt. Wir werden davon reichlich profitieren, weil sie uns nicht sehen werden, weil sie uns nicht sehen können. Wir werden fortfahren, auf Kosten ihrer Kriege und ihres Sterbens zu wachsen. Wir werden das immer und immer wiederholen, bis unser ultimatives Ziel erreicht ist. Wir werden fortfahren, sie durch Bilder und Töne in Angst und Wut zu halten. Wir werden alle Instrumente benutzen, die wir dazu brauchen. Diese Instrumente werden durch ihre Arbeit geliefert. Wir werden dafür sorgen, dass sie sich selbst so wie ihre Nachbarn hassen. Wir werden immer die göttliche Wahrheit von ihnen fernhalten, dass wir alle eins sind. Dies dürfen sie niemals erfahren. Sie dürfen nie erfahren, dass Rasse eine Illusion ist. Sie müssen immer denken, dass sie nicht gleich sind. Schritt für Schritt werden wir unserem Ziel näher kommen. Wir werden ihr Land übernehmen, ihre Ressourcen und ihren Reichtum, um die totale Kontrolle über sie zu übernehmen. Wir werden sie betrügen, damit sie Gesetze akzeptieren, die ihnen ihre verbleibende kleine Freiheit nehmen. Wir werden ein Geldsystem einrichten, das sie auf ewig gefangen hält, das sie und ihre Kinder in Schulden hält. Wenn sie sich zusammenschließen sollten, werden wir sie wegen Verbrechen anklagen und der Welt eine andere Geschichte erzählen, denn wir besitzen die ganzen Medien. Wir werden unsere Medien dazu benutzen, um den Fluss der Informationen und ihre Stimmung nach unserer Gnade zu kontrollieren. Wenn sie sich uns entgegenstellen sollten, werden wir sie wie Insekten zerquetschen, denn für uns sind sie noch nicht mal Insekten. Sie werden vollkommen hilflos sein, denn sie haben nicht einmal Waffen. Wir werden uns jemanden von ihnen holen, der unsere Pläne voranbringt, der ihnen ewiges Leben verspricht. Aber sie werden niemals ewiges Leben haben, weil sie nicht wie wir sind. Diese Angeworbenen werden Eingeweihte genannt werden und diese werden indoktriniert werden, um an falsche Zeremonien zu glauben, die zu höheren Bereichen führen sollen. Mitglieder dieser Gruppen werden denken, dass sie zu uns gehören, ohne jemals die Wahrheit zu erfahren. Sie dürfen niemals diese Wahrheit erfahren, da sie sich sonst gegen uns wenden würden. Für ihre Arbeit werden sie mit irdischen Dingen belohnt und mit großartigen Titeln, aber sie werden niemals unsterblich werden oder sich uns anschließen können. Sie werden niemals das Licht empfangen oder zu den Sternen reisen. Sie werden niemals zu den höheren Bereichen gelangen, weil ihnen das Töten ihrer eigenen Art diesen Zugang zu den erleuchteten Bereichen verwehrt. Dies dürfen sie niemals erfahren. Diese Wahrheit wird genau vor ihrer Nase versteckt, so nah, dass sie sie nicht sehen können, bis es zu spät ist. Oh ja, so groß wird die Illusion der Freiheit sein, dass sie niemals erfahren werden, dass sie unsere Sklaven sind. Wenn alles ausgerollt ist, wird die Realität, die wir für sie erschaffen haben, Besitz von ihnen ergriffen haben. Diese Realität wird ihr Gefängnis sein. Sie werden in einer Selbsttäuschung leben. Wenn unser Ziel erreicht ist, wird eine neue Herrschaft beginnen. Ihr Geist wird an ihre Überzeugungen gebunden sein, jene Überzeugungen, die wir vor Urzeiten geschaffen haben. Aber sollten sie jemals herausfinden, dass sie uns ebenbürtig sind, werden wir untergehen.
Dies dürfen Sie niemals erfahren. Sollten Sie jemals herausfinden, dass Sie gemeinsam uns besiegen können, werden Sie genau dies tun. Sie dürfen niemals herausfinden, was wir getan haben. Denn wenn Sie es herausfinden, werden wir uns nicht verstecken können, weil es ein leichtes sein wird, uns zu erkennen, wenn der Vorhang erst einmal weg ist. Unser Handeln wird verraten, wer wir sind. Und sie werden uns jagen und niemand wird uns Schutz bieten. Das ist das geheime Abkommen, mit Hilfe dessen wir den Rest unserer augenblicklichen und zukünftigen Leben verbringen, denn diese Realität wird viele Generationen und Lebensspannen umfassen. Dieses Abkommen ist besiegelt mit Blut, unserem Blut. Wir, die wir vom Himmel zur Erde kamen, die Existenz dieses Abkommens darf niemals bekannt werden. Es darf niemals darüber geschrieben oder gesprochen werden, denn wenn dies geschieht, wird das daraus erzeugte Bewusstsein die Wut des höchsten Schöpfers über uns ergießen lassen und wir werden in die Tiefen zurückgeworfen, aus denen wir kamen. Und dort bis in alle Ewigkeit verbleiben.